Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli1340 und heute mal ganz, ganz was anderes. Ich bin mit euch heute mal auf der Farm, ne? Ja, so ein bisschen mit LS17 unterwegs und ich bin hier auf der Lossberg. Schöne kleine Map, nicht allzu viel Felder, also richtig schön schnuckelig. Ja, ich habe hier noch nichts drauf, aber also, Maschinen sind schon drauf, das ist klar. Ein paar Euro habe ich auch schon gemacht durch Fremdarbeiten hier für den Kollegen, die Felder bestimmen. Und ja, Kühe habe ich noch nicht, ich habe noch keine Schafe, noch keine Schweine, eigentlich noch gar nichts. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist oben Silage reingefahren, also Häckselgut reingefahren für Silage zu machen für die Kühe. Und ein paar Sachen müssen auch auf jeden Fall gemacht werden, bevor ich dann also Kühe kaufe. Ich will noch ein bisschen Stroh machen, ich muss noch Ballen machen, also ich muss noch ein Feld mit Korn runtermähen und ach, also Geschichten. Und das möchte ich mit euch mal so nach und nach hier versuchen durchzuziehen in mehreren Folgen. Ja, ich versuche mich mal einfach mal als Farmer. Und die Projekte natürlich hier, Uschi Türkei und so, das läuft alles weiter, war kein Problem. Das ist einfach mal ein Versuch hinzugehen und ja. Ob ich als Farmer aber tauche, ne? Ich und Farmer. Ja, ich muss erstmal den Häcksler sauber machen und tanken, weil den Kollegen, den habe ich gebraucht. Und steht hier noch in der Gegend rum. Das machen wir mal als erstes. Und können wir den auch wegstellen. Das Rabenviehzeug, was ich habe, das ist echt ätzend. Wir können ja mal kurz auf der Karte gucken. Also, ist nicht allzu groß, ist alles überschaubar. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Felder und 2 Wiesen. Ich glaube, für Futter machen reicht das erstmal. Ich hoffe es. Wir werden sehen. So, mal eben vorne das Tor aufmachen, damit ich den Vogel reinstellen kann. Dann nehmen wir jetzt auch gleich den süßen Drescher hier. Und fahren ihn zum Feld. Schneidwerkswagen muss ich auch noch hinbringen. Okay. Na, wo hängen wir denn schon hier? Läuft. So, nun ist der schon mal weg. Ja, wir hatten einen Rückwärtsgang drin gelassen, ne? Läuft. Morgen früh sind die Batterien leer. So, dann nehmen wir uns mal einen. Was für einen Schlepper nehmen wir denn? Dann nehmen wir den kleinen. Also wie gesagt, ein paar Fahrzeuge habe ich, ein paar Gerätschaften habe ich auch, also für mich müsste das eigentlich erstmal reichen, um hinzugehen und anfangen Kühe zu kaufen und den Hof dann zu bewirtschaften. Nehmen wir erstmal den hier für das Schneidwerk.
Ja, ist klar, falsch gedrückter Knopf, aber wir üben ja noch. Ja, mein Headtracking habe ich noch nicht angeschlossen, das mache ich dann später mal irgendwann. Ja, wie komme ich da drauf hinzugehen und jetzt LS zu spielen? Ganz einfach. Wir sind ja eine Fahrgemeinschaft, die Kindsköpfe. Und wir spielen LS, wir spielen ATS, ETS, wir spielen AMA und so Sachen halt eben. Und ja, wir spielen natürlich auch LS17. Wir haben zwei Server, wo wir drauf spielen. Und oh, da ist da einer durchgefahren. Okay. Und ich hatte mir mal gedacht, ich mache mal eine hier so. Wo ich ganz von Null anfange. Und die versuchen zu bewirtschaften. Und ich gehe davon aus, dass ich die Kollegen hier auch drauf sehe. Mit hundertprozentiger Gewissheit. Warum schaltet er jetzt nicht um? Hallo? Ah, okay. Ist das jetzt richtig rum? Ja. So, dann holen wir uns den Drescher. Das hier, diese Geschichte mit den Toren. Ich liebe das. Ja, mit den Toren hier. Weil ich könnte verwetten, dass ich das jetzt wieder nicht aufkriege. Doch. Ja, das hätte ich mir da gedacht. Es geht da drauf. Es geht da drauf. Es geht wieder da drauf. Und Licht geht immer an und aus. Und jetzt? Was geht jetzt auf? Oh, geil. Läuft. Geht schon los. Hängt schon wieder fest. Jetzt mal wieder.
Ich hätte, glaube ich, da drin Umlichter machen müssen, oder? Naja, für die 3 Meter um die Ecke. Ja, mit der Fruchtzerstörung, das war ich natürlich selber. So, aufklappen. Schalten. Ja, ich schmeiß mal mein Headtracking an, weil das ist einfacher dann. So, nun wollen wir mal schauen. No. Einschalten. Ah, okay. So. Alles gut. Gucken, was habe ich da für eine Ablage? Ja, läuft. Hier mache ich also teils, teils. Also ich werde halb pressen, halb werde ich hingehen und Stroh lassen für zum Einstreuen für die Kühe. Ist noch ein kleiner Drescher, ein kleines Schneidwerk. Also ich weiß noch nicht, ob ich da was Großes holen werde oder so, weil das lohnt sich für die Felder eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, was jetzt der große Drescher kostet hier von New Holland. 450.000 oder irgendwie sowas. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das lohnt für mich hinzugehen und da einen großen Drescher zu holen. Ja, momentan spielen wir auf der MC-Map die Kindsköpfe.
Und da ist auch natürlich der Teufel los. Das sind riesengroße Felder. Und da ist also richtig zu tun. Macht aber auch sehr viel Spaß. Und ja, auch Kühe auf dem Hof sind, wir haben Schafe und ja, da treiben und dann halt den abends immer rum, ne? Ich glaube, ich muss da noch mal einen reinfahren. Das reicht so nicht. Ja, und dieses Objekt hier ist einfach so nebenbei, weil ich mache so viele Videos jetzt mittlerweile mit ATS und ETS und momentan noch mehr ETS wie ATS. Kommt aber auch wieder ATS auf jeden Fall. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann nimmst du noch mal so, ne? Ist für ab und zu mal LS mit da rein. Ich sag mal so, um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Ein bisschen Abwechslung. Ja, soweit alles vorbereiten für die Kühe und Schweine, Schafe. Ich meine, gut, die Schafe brauchen nicht allzu viel. So ein bisschen Graswasser und so, dann ist das gut. Da brauchen die Kühe schon ein bisschen mehr Arbeit. Und die Schweine natürlich auch. Ja, wie gesagt, das sind kleine Felder, also es ist nicht irgendwie was Großes oder so, wo wir dann hier, was weiß ich, 5, 6 Stunden am Dreschen sind. Ein
kann das dann anders wie auf der Map, die wir jetzt am Server spielen, weil da sind sehr große Felder. Also sind mit drei, mit vier Leuten, teilweise fünf Leute, sind wir da gut beschäftigt, um die Felder zu bewirtschaften. Schon eine Menge Arbeit. Ja, dann haben wir doch mittlerweile, ich meine 25 Schafe haben wir, wir haben, ich meine 30 Kühe. Und da ist natürlich richtig was los, ne? Fahre ich noch mal einen runter, glaube ich. Das ist zum Wenden ein bisschen blöd. Ups, da habe ich den Pinsel stehen lassen. Mit. Das sind drei Körner, die brauchen wir. Jetzt sind die drei Körner, um Millionär zu werden. Der Ertrag, der hier rauskommt, ist natürlich auch nicht gerade dolle, ne? Der hat einen Wendekreis wie eine Sackmuschel, ne? Echt? Na, komme ich nicht rum, ne? Na, nimmst du die Emmy damit? Na doch, macht er. Ja, ich will mal gucken. Also zum Anfang will ich so 20 Kühe holen.
erstmal nur Kühe. Und wollen wir mal gucken, dass er sich einspielt. Und dann geht es natürlich weiter, irgendwann mal die Schafe. Und dann noch irgendwann die Schweine. Aber so nach und nach, jetzt muss ich auch noch die Felder, die ich jetzt hier habe, auch noch bestücken. Und ja, der bewegt sich nicht so schön wie der New Holland. Und ich sage erstmal mit den Feldern, ich habe ja hier erstmal genug. Ja, man sieht ja selber, die kleinen Felder sind ja schnell gemacht, also nicht so, dass man hängen muss und hier stundenlang rauf und runter fahren. Und ich meine, ja, wird ja dann auch irgendwann mal langweilig für euch. Ich meine, ich muss die Arbeit so oder so machen, das nützt ja nichts. Aber wenn ich jetzt hier Felder habe, die ja, was weiß ich, 30 Hektar groß sind, dann bin ich die ganze Zeit nur am Dreschen. Das macht dann keinen Spaß. Hier kriegt man wenigstens noch in den Stundenvideos, die ich ja mache, ich mache ja eh nur nicht länger wie eine Stunde. Da kriegen wir jetzt ein bisschen was geschafft. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier das Feld noch gepresst kriegen. Muss ja noch eingelagert werden und alles mögliche. Ich weiß gar nicht, welcher da einlager. Da hinten war eine Halle, da werde ich hingehen und werde bei den Kühen. Ich werde da hingehen und werde das einlagern. Ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, Olli, lass das sein, das ist nichts für dich. Bleib lieber LKW-Fahrer oder sowas, oder mach lieber ATS und ETS. Oder könnt ihr überhaupt generell reinschreiben, ob ich das weiterführen soll, oder... Also ich werde auf keinen Fall anfangen heute, die Map morgen, die Map übermorgen, die Map, ne, ne, also wenn ich die jetzt hier starte und das läuft, werde ich die auch dann soweit durchführen, bis entweder kein Interesse mehr besteht von eurer Seite oder von meiner Seite her. Weil kann ja schnell passieren, dass man einfach sagt, boah, nee, das ist mir zu langweilig, ewig die Malocherei oder so. Das muss man halt eben sehen und abwiegen. Was dann meinst du denn? Gut ist oder nicht? Ja, Lostberg, warum die Lostberg? Also ich habe viele, viele Maps mir angeguckt und muss ehrlich sagen, also da sind viele schöne Sachen bei, wo man dann einfach davor steht und einfach sagt, boah, welche nehme ich denn jetzt? Nehme ich die, nehme ich die, nehme ich die. Und für mich waren die ausschlaggebend die kleinen Felder hier. Überschaubar, nicht zu groß, brauche nicht tausende von Kilometern zu fahren, um von A nach B zu kommen.
Und man kann mal eben schnell hingehen und ein Feld abmähen. Und so von der Machart her finde ich die unheimlich schön. Also die ist sehr schön gemacht. Ja, da habe ich angefangen, wie gesagt, also mir die Maps rauszusuchen. Entschuldigung. Die Maps rauszusuchen. Und dann habe ich dann 5-6 Stück gehabt. Und irgendwann mal, ja, bin ich hingegangen und habe mir die 6 Stück auf den Zettel geschrieben, jeder einzeln. Jetzt kein Scheiß, das ist wirklich so. Und bin hingegangen und habe dann das in eine Schüssel geschmissen und habe dann meine eigene Verlosung gemacht. Die erste, die ich gezogen habe, habe ich dann gesagt, ist dann die, die ich zum Spielen nehme. Und das war die Losberg. Ja, ich bin bekloppt, ich weiß. Ah, nur so voll. Weil ich natürlich jetzt vergessen habe, einen Ladewagen hochzubringen. So, wie war das rausklappen? Was habe ich denn für einen Schlepper gerade? Genau, ich kann den nehmen. Halt, warum fahre ich eigentlich ohne Hänger hier hin? Also, habe ich irgendwas geraucht? Mann, 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 Mann. Okay. Aber der Hänger ist viel zu groß, ne? Wenn ich mir das Riesending angucke, kann ich ja nicht runterfahren, den kleinen holen. Der Drescher hat ja nicht so viel Fassungsvermögen. Ich meine 6000 oder irgendwie sowas kann er. Dann holen wir uns den kleinen. Ich weiß nicht, wer das gerade war, aber ein hässlicher Rockler. Ich hoffe nicht, dass das so oft passiert. Würde mich also maßlos ärgern.
Okay. Also in dem Hänger geht noch was rein. 6.340 sind drin. Der Drescher ist leer. Gut, die Körner lagere ich sowieso ein. Wenn da so ein bisschen knistern hört, ich bin hier gerade wieder am Basteln. Irgendwie weiß ich nicht, was sich hier gerade behakelt. Okay, warte mal, ich mal da oben den Vogel aus. Da muss ich noch mal gucken, was da los ist. Sorry für das Rocken gerade, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Schon kurios, ne? Okay. Dann muss ich nochmal überprüfen, woran es liegt. Ich höre manche kuriose Sachen hier, die hier passieren. Nicht, dass er den schönen Schlepper liegt, dass der da irgendwelche Schwierigkeiten macht. Wäre natürlich nicht so schön. Ja, lass mal gucken. Na, da wird natürlich so ein kleiner Pinsel stehen, ist natürlich klar. Und nochmal runterfahren. Aber gut, dann kann ich auch direkt abtanken. Ja, aber nicht gerade viel, ne?
Ach, schon wieder am Niesen, ey. Nicht, dass ich einen Schnocken kriege oder sowas. Und das bei dem Wetter, ey. Das wäre so eine Geschichte. So, mal gucken, ob wir den Vogel wieder drauf kriegen, ey. Ja, läuft, ne? Das gut geht, weiß ich nicht. Ist ja nie im Leben in der Mitte. Oh, irgendwie zu weit. So, dann schauen wir mal. Der ist nie im Leben da drin, oder? Okay, das weiß ich jetzt nicht. Ja, da üben wir noch. Da muss ja nicht alles auf Anhieb können, ne? Da muss ich auch noch einstellen. Okay. So, dann lassen wir jetzt schnell zum Waschen. So. Na, ob das gut geht. Also gerade eben.
Hupe geht. Blinker auch. So, Schneidwerk lassen wir auch hier stehen erstmal. Machen wir uns die Ballenpresse. Oh, erstmal der vergessene Ton Umlicht auszumachen. So. Ja, fällt alles auseinander hier. Headtracking gerade abgegangen wieder. Das ist schon Wahnsinn. So, dann pressen wir noch ein paar weg. Wie gesagt, ich will es ja so aufteilen, dass ich Ballen press und auch gleichzeitig noch Stroh habe für zum Einstreuen. Obwohl. Wie war das noch da oben? Ich meine, ich kann da auch Ballen reinfahren, ne? Oh, dann presse ich alles. Ich glaube, ich kann auch Ballen reinfahren zum Einstreuen. So, jetzt müssen wir die erstmal ausklappen. Und dann einschalten. Und dann geht das los, ne? Ist das für dich meine Headtracking? Das ist nicht richtig eingestellt. Okay. Okay. Guck mal, was haben wir denn hier? Noch nicht schlecht, eine Couch und eine Feuerstelle. Läuft.
Na, ob ich das mitkriege, weiß ich nicht. Ja, dann müssen wir mal gucken, mit dem Rottler, das gefällt mir nicht. Also da werde ich immer dran arbeiten müssen. Das ist irgendwas noch nicht so richtig schick. Okay. Haut überhaupt keine Ballen raus oder was? Doch. Mal schon Schrecken gekriegt hier. Wenn am Pressen wie so ein Bekloppten, dann kommen keine Ballen raus, wa? Ja, haben wir noch zwei Felder mit, wo wir Gras mitmachen können. Jetzt muss der Schlepper da weg. Jetzt wieder. Verstehe ich nicht. Und das liegt an den Schlepper. Das liegt an den Schlepper. Okay. Und das ist weniger lustig jetzt, ne? Also da muss ich gucken. Also da werde ich. Ne, das werde ich ändern. Dann muss ein anderer Schlepper her. Weil möchte ich nicht haben, dass hier also Fehler sind. Ne, da brauche ich nicht. Will ich nicht. Obwohl der schön ist, aber. Was nützt das Schöne, wenn es nicht läuft, ne? Das wollt ihr nicht und ich will das auch nicht. Aber warum das auf einmal ist?
Ja, muss ich gucken, was für eine Alternative ich dann habe. Weil ich brauche ja auch eine mit ein bisschen PS. Weil ich habe einen großen Grubber und der braucht schon, ich meine, 600 PS. Muss ich gucken. Arbeite ich dran, Leute. Ja, ihr Lieben, so, die Stunde ist rum und ich möchte es ja nicht maßlos übertreiben, wie ich ja vorhin schon sagte, dass ich hier, was weiß ich, hier 5 Stunden Videos mache oder so, das wird dann zu langweilig. Ich werde das Feld jetzt noch zu Ende fahren hier, ich werde die Strohballen noch verstauen für die Kühe und beim nächsten Mal werden wir dann Gras schneiden und auch wieder Ballen pressen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge dann schon die ersten Kühe holen. Das werden wir dann halt eben sehen. Ich sage einfach mal schönen Dank, dass ihr euch die Stunde wieder Zeit genommen habt, um mein Video zu schauen. Schönen Dank für Daumen hoch. Schönen Dank für die ganzen Abos, die ich bekommen habe. Muss man auch mal gesagt haben, weil ihr seid immer da. Und das finde ich unheimlich toll. Und wie gesagt, also ich bin jetzt erstmal raus. Habe hier noch ein bisschen weiter Arbeit und ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder auf meinen Kanal kommt und meine Videos schaut. Und ja, schreibt in den Kommentaren, ob das euch halt gefällt oder nicht. Also tut euch da keinen Zwang an. Also ihr könnt auch euch alles reinschreiben, das ist auch kein Problem. Ich bin für alles offen und für jede Kritik auch. Und werde dann auch hingehen und werde dann dran arbeiten, um das halt eben für euch vernünftig hinzubekommen. In diesem Sinne, ich bin da raus. Euer Olli, 1340. Ciao, ciao.